Herzlich willkommen zum Stadtgespräch Politik hier auf TV Berlin. Soll das Tempelhofer Feld bebaut werden oder soll die ganze Freifläche von den Berlinern für die Freizeit genutzt werden können? Darüber wollen wir heute reden. Und zu Gast ist Antje Kappeck, die Fraktionsvorsitzende der Grünen und zugleich auch stadtentwicklungspolitische Sprecherin. Ist das richtig? Das ist richtig. Und Felix Herzog von der Initiative 100% Tempelhof. Sie sind vehement gegen die Bebauung. Und Daniel Buchholz, Sie sind auch stadtentwicklungspolitischer Sprecher der SPD-Fraktion im Abgeordnetenhaus. Herr Herzog, ich will mit Ihnen anfangen. Seit Samstag werden Unterschriften gesammelt. Das Volksbegehren läuft also und soll auf einen Volksentscheid hinauslaufen. Wie ist denn die Resonanz der Berliner? Die Resonanz ist hervorragend. Also wir haben jetzt viel gesammelt am Tempelhofer Feld, direkt bei den Eingängen und auch auf dem Feld. Und sind an sich sehr dezentral organisiert. Das heißt, wir haben viele Leute, die uns, die neu jetzt zu uns kommen, die uns unterstützen, die Sammelstellen aufmachen wollen und so weiter. Und wir können jetzt noch gar nicht genau sagen, wie viele Unterschriften wir bisher haben. Also was wir gestern im Büro gezählt haben, waren so um die 6.000. Aber wir gehen auch davon aus, dass noch einige hundert oder tausend in anderen Sie sammeln anderen jetzt aber in ganz Berlin, ne? Wir sammeln in ganz Berlin auf jeden Fall. Wir haben aber jetzt zunächst, solange das Wetter auch noch einigermaßen gut ist, einen Fokus auf dem Tempelhofer Feld da direkt zu sammeln. Haben jetzt aber auch die Erfahrung gemacht, dass ganz viele aus anderen Stadtteilen natürlich auch zum Tempelhofer Feld kommen. Auch aus Brandenburg zum Beispiel, die unbedingt auch unterschreiben wollten, die aber leider nicht mitentscheiden dürfen. Genauso wie Ausländer, Touristen und Leute eben, die hier zwar schon lange wohnen, aber leider nicht wahlberechtigt sind auf Landesebene, die nicht unterschreiben dürfen können, natürlich, aber die Stimme ist dann nicht gültig. Herr Buchholz, der Bausenator setzt voll aufs Tempelhofer Feld, um die Wohnungsnot in Berlin auch so ein bisschen zu lindern, will ich mal sagen. Da prallen ja jetzt zwei Welten aufeinander. Bebauen oder nicht bebauen? Das ist nicht die Frage, wenn ich das mal zurückgeben darf. Es ist klar, Tempelhofer Feld, Tempelhofer Freiheit ist was ganz Einmaliges in Berlin. Wir haben eine ganz große Freifläche, ja, über 230 Hektar, größer als der Tiergarten. Spiel, Sport, Erholung, Hundeauslaufgebiete, Naherholung in jeder Form und natürlich eine große Natur- und Umweltfläche. Das ist ganz wichtig für Stadtklima, dass dort die große Freifläche erhalten bleibt. Das steht aber gar nicht zur Diskussion. Und das wird, glaube ich, auch ein bisschen vermischt von der Bürgerinitiative. Es ist klar, wenn ich dort am Eingang stehe und die Leute frage, sind sie dafür, dieses Feld freizuhalten, dass jeder sagt, natürlich, wo kann ich unterschreiben? Wundert mich überhaupt nicht. Aber es geht gar nicht darum, das große Feld zu bebauen. Wir müssen wirklich mal die Wahrheit sagen. Und die heißt, es geht darum, die Ränder und wirklich nur die Ränder, wenn überhaupt, zu bebauen. Das wäre dann so ungefähr 50% der Fläche. Haben Sie den Eindruck, das vermischt sich so ein bisschen in der Diskussion? In der Diskussion ich glaube, schon. Vielen ist doch klar, dass eigentlich nur Ränder, glaube ich, zum Schillerkiez, zur Stadtautobahn und zum Tempelhofer Damm bebaut werden. Genau, aber das heißt eben, der ganz große Freiraum in der Mitte wird auch genau so erhalten bleiben. Also von dem ganz großen Fleck wird es ein bisschen kleiner. Das ist dann das neue Bild. Und da wird mit Verlaub schon öfters mal ein anderer Eindruck erweckt. Wir wollen gerade, wir können bei dieser großen Fläche uns wirklich alles zusammen erhalten. Wir können das integrieren, wir können die Naherholung bieten, wir können den Naturraum, den wichtigen klimatischen Raum können und müssen wir erhalten, den großen Freiraum. Und trotzdem können wir an den Rändern eine Wohnbebauung machen. Und da muss man auch eins sagen, wir reden hier über eine Fläche in der Innenstadt, im S-Bahn-Ring, top erschlossen mit U-Bahn, mit S-Bahn. Und wir alle wollen und fordern doch, dass es bezahlbaren Wohnraum in Berlin geben soll. Nun kann natürlich jeder sagen, ja, ich hätte gern bezahlbaren Wohnraum, aber nicht neben meinem bisschen Haus. Noch bitte nicht da, wo ich wohne, wo noch eine Brachfläche ist. Diese Entscheidung müssen wir treffen. Und wir können hier bis zu 5.000 Wohnungen an den Rändern, nur an den Rändern errichten. Das ist eine tolle Zahl. Und da muss man sich dann ehrlich machen in der Diskussion. Aber ehrlich muss man auch sein, dass es nur ein Teil bezahlbare Wohnungen, also 6 bis 8 Euro pro Quadratmeter sein werden. Also nicht nur. Das müssen wir aber auch nochmal sagen. Frau Kappeck, ist das denn eine sinnvolle Entscheidung, ein Teil zu bebauen, ein Teil freizulassen? Oder müssen wir uns für einen Weg entscheiden, vielleicht dann alles zu bebauen oder alles freizulassen? Also erstmal muss man tatsächlich festhalten, dass wir hier über eine einmalige und einzigartige Fläche nicht nur in Berlin, sondern in ganz Europa sprechen, für die wir auch europaweit beneidet werden, die eine unglaubliche Geschichte hat, nicht nur gut, sondern auch schlechte Teile der Geschichte mitgenommen hat und es deshalb
erstmal grundsätzlich wichtig ist festzustellen, dass man eine solche Fläche nicht über den Kopf der Berlinerinnen und Berliner hinweg beplanen kann und einfach am Reißbrett einen Masterplan entwickeln kann, den man dann kleinen elitären Kreisen vorstellt, sondern das Pro-Bürgerinitiative ist das, was Sie jetzt sagen. Was ich sage, als ich rechne der Bürgerinitiative sehr hoch an, dass es ihnen gelungen ist, eine stadtweite Diskussion über das Tempelhofer Feld anzuregen. Das ist in den 2-3 Jahren seit der Schließung des Flughafens dem Senat leider nicht gelungen. Und ich glaube, dass es absolut notwendig ist. Die Frage ist aber nicht, wollen wir bebauen oder wollen wir nicht bebauen, sondern die Frage ist, wenn wir hier über eine Bebauung diskutieren, egal ob an den Rändern oder über das ganze Feld, von der Koalition wird immer als Totschlagargument vorgebracht, man wolle bezahlbaren Wohnraum schaffen. Das ist aber nach den bisherigen Plänen, wie sie vorgestellt wurden von Herrn Müller, überhaupt nicht möglich. Wir werden auf die Art und Weise, wie es bislang geplant ist, keine einzige bezahlbare Wohnung schaffen können. Und deshalb finde ich es auch richtig, dass sich dann eine Initiative gründet und sagt, so nicht, wir müssen hier erstmal eine rote Karte zahlen. Und viele Menschen, die selbst für eine Bebauung sind, unterschreiben bei 100% Tempelhofer Feld, um zu sagen, wir möchten hier zumindest erstmal einen Denkzettel verpassen und sagen, lieber Senat, wir möchten einbezogen werden und wir möchten, dass das hier nachhaltig beplant wird. Was man aber sagen muss, Sie sagen gerade, dem Senat ist es nicht gelungen, ein schlüssiges Konzept zu finden. Das Konzept, glaube ich, Park ist ja nun wirklich angenommen worden von den Berlinern. Das kann man ja wohl erst mal sagen. Da würde ich nicht so sehr mit Ihnen d'accord gehen und würde sagen, damit hat ja keiner gerechnet, dass das so ankommt. Ja, das Tolle am Tempelhofer Feld ist, dass es ja eigentlich kein Park ist. Es ist kein angelegter Park, es ist einfach eine riesenweite Naturfläche. Mit den Lande- und Startbahnen. Mit den Startbahnen, also natürlich da auch das Kulturdenkmal des Flughafens, dass der Flughafen an sich mit dem Gebäude auch noch erlebbar ist, aber dass man dann auch gleichzeitig diese großen Landgras Wiesenflächen hat, die Bodenbrüter dort hat, die dort über die letzten Jahrzehnte ihren Lebensraum gefunden haben, die eben auch aus dem ländlichen Gebiet außerhalb von Berlin vertrieben worden sind, wegen der Landwirtschaft zum Beispiel. Ja, auf der anderen Seite war es aber auch, als der Flughafen geschlossen wurde, dieses Wohnungsproblem, was wir jetzt in der Stadt haben, würde ich sagen, noch nicht so stark. Es zeichnete sich vielleicht ab, dass wir das irgendwann mal bekommen, aber es hat sich ja wirklich massiv in den vergangenen Jahren. Das ist natürlich richtig. Müssten Sie jetzt nicht auch sozusagen ein bisschen auf die Stadt, auf uns alle zugehen und sagen, ja gut, jetzt geben wir ein bisschen was ab und ich glaube, es geht um 70 Hektar und 300 Hektar hat, glaube ich, das Ganze. Genau, und 230 bleiben frei. Bleiben also der frei. Ganz große Raum bleibt machen frei. Wir mal, oder Sie haben also ja auch Ihre... Einerseits ist es natürlich richtig, dass vor 2 Jahren, als die Initiative sich gegründet hat, also es dauert ja immer, bis sich so Initiativen gründen, bis sich die Leute zusammentun. Also erst war der Flughafen eineinhalb Jahre fast, oder länger als eineinhalb Jahre konnte man nicht auf das Feld gehen. Dann wurde es angenommen, so wie es ist. Dann kam die Diskussion, was macht man damit? Und dann hat sich die Bürgerinitiative eben gegründet. Weil die Sorge natürlich da war, dass das Tempelhofer Feld großflächig bebaut wird mit Luxuswohnungen und so weiter. Und wir sind auf jeden Fall angetreten, damals schon mit 100% Tempelhofer Feld alles zu erhalten und werden das auch weiterhin tun. Und also wir können auch aber vom gar Verfahren keine her Bebauung. Also weder am Tempelhofer Damm noch zur Stadtautobahn noch zum Schillerkiez. Sie lehnen es grundsätzlich ab und lassen da auch nicht mit sich verhandeln. Also wir streben ja also einen Gesetzesentwurf oder an, einen Gesetzestext abzustimmen dann beim Volksentscheid. Und da sind ja letztes Jahr im Dezember haben wir gestartet. Davor hatten wir eine Vorlaufzeit von einem Jahr, um den Gesetzestext zu erstellen. Und erst eineinhalb Jahre, nachdem wir angetreten sind mit dem Antrag des Volksbegehrens, kommt es zum Volksentscheid. Das heißt, es ist ein sehr langer Prozess. Und wir sind aber von Anfang an mit 100% Tempelhofer Feld angetreten und bleiben auch dabei, sonst würden wir alle verraten, die uns schon zum Jahreswechsel unterstützt haben. Es waren 33.000 Unterschriften und würden auch die Leute verraten, die jetzt uns unterschreiben. Herr Buchholz, diese Frage, Frau Kappeck hat es auch eben schon mit reingebracht ins Gespräch, dass gar nicht, wie es versprochen wird, so preiswert gebaut werden kann, dass wir wirklich diese bezahlbaren Mieten, die wir ja brauchen, Luxuswohnungen haben wir zuhauf in der Stadt, nur kann sich keiner leisten von den Berlinern, wirklich auch leisten können. Können Sie uns das jetzt versprechen, dass wir da einen gewissen Anteil, wir wollen ja gar nicht, dass das alles, alles preiswerte Wohnungen werden, aber ein gewisser Anteil wirklich auch bezahlbar für uns wird?
das steht in diesem Falle tatsächlich fest. Und da wundere ich mich, wie Frau Kappig das Gegenteil behaupten kann. Sie hätte selbst zur Pressekonferenz gehen können. Kann ich vor wenigen erklären. Tagen erst. Mhm. Der Bausenator hat zusammen mit zwei städtischen Wohnungsbaugesellschaften, auf die wir ja nun deutlich höheren Einfluss haben als auf irgendwelche privaten, zwei städtische, die DGWO, die Stadt und Land und eine Baugenossenschaft, die sozial auch für verträgliche Mieten stehen, angekündigt, dass auf der Westseite, also am Tempelhofer Damm, neben einigen Dienstleistungen, Gewerbegeschichten eben auch Wohnungen entstehen. Und zwar sozial gemischt, das heißt, die Hälfte der Wohnungen soll Quadratmeterpreise von 6 bis 8 Euro bieten. Und das ist etwas im Neubau, was es sonst eigentlich gar nicht gibt, nicht geben kann. Warum geht es? Weil wir, und das werden wir morgen im Bauausschuss tun, das weiß auch Frau Kappig, wir werden einen Wohnungsneubaufonds auflegen. Mhm. Der wird über 5 Jahre 320 Millionen Euro betragen. Nur um sicherzustellen, dass eben nicht nur Luxuswohnungen, nicht nur Eigentumswohnungen in der Stadt entstehen, sondern auch bezahlbarer Wohnraum. Und wenn wir da am Tempelhofer Feld auf dem ersten großen Baufeld sagen, von 1700 Wohnungen wird die Hälfte sozialverträgliche Mieten sichern und das auch wirklich mit städtischen Wohnungsbaugesellschaften absichern, dann frage ich mich, woher kommt diese Aussage? Und auch vor einer Woche Frau Kappig im Abgeordnetenhaus sagt, ja, wir müssen in der Innenstadt neu bauen, wir müssen mehr verdichteter bauen als vorher. Dann kann ich nur sagen, das ist ein innerstädtischer, voll entwickelter und erreichbarer Ort. Frau Kappig, aber wäre da nicht die Chance? Ich will jetzt mal ein bisschen provokant sagen. Wir haben am Kudamm, sage ich jetzt mal, eine Freifläche. Da kostet das Grundstück alleine 10 Millionen Euro. Dann soll da noch jemand bauen. Klar, dann sind es vielleicht 10 Wohnungen. Da kostet eine Wohnung unbezahlbar. Jetzt haben wir da diese Riesenfläche, haben die Möglichkeit auch wirklich Städtebau neu vernünftig anzugehen. Das ist doch eigentlich gar nicht so dumm. Und wenn mir jetzt noch der Bausenator, der wohl hoffentlich am meisten von dem Ganzen versteht, noch verspricht, es kommen auch preiswerte Wohnungen, die ich mir vielleicht leisten kann, dazu, dann hätte ich die größte Sorge, dass die Reichen da gar nicht wohnen wollen, weil die eigentlich lieber unter sich sind. Wenn das alles so wäre, wie Sie es gerade skizziert hätten, würde ich sagen, da haben Sie vollkommen recht. Mhm. Das Problem ist aber, dass es sich nicht so darstellt. Und Herr Buchholz stellt das immer gerne so dar, als wären wir Grünen gegen das Bauen und gegen die Errichtung von Wohnen. Und da kann ich nur sagen, die höchste Neubautätigkeit in Berlin haben wir genau in den drei Bezirken, wo wir grüne Baustadträte haben und wo ganz massiv nachverdichtet wird. Aber auch, nicht, immer, aber auch nicht immer nur mit Freude, nee, wenn ich da an die Luxussegmentgalerie denke. Und ich sage Ihnen auch, warum. Weil es nicht sinnvoll ist, jedem Investor hinterherzulaufen und alles zu genehmigen, nur aus Angst, es würde sich in Berlin nichts entwickeln. Dass sich in Berlin etwas entwickelt, sehen wir gerade in den letzten 2-3 Jahren. Da hat es einen neuen Bauboom gegeben und deshalb hat das Land auch die Pflicht und die Verantwortung gegenüber den Menschen zu verhandeln und zu sagen, wir möchten hier so viel soziale Infrastruktur und so viel sozial bezahlbare Wohnungen ausverhandeln wie möglich. Und genau daran arbeiten auch diese Baustadträte und Rätinnen in den Innenstadtbezirken und auch nicht nur Grüne, sondern das ist insgesamt ein gemeinsames Projekt, was wir angehen müssen. Das Tempelhofer Feld ist simple Mathematik. Wir sind da als Grüne nicht gegen die Errichtung von Wohnungen und wir sehen auch die Möglichkeit, dort ganz spannende Projekte und neue Quartiere zu entwickeln. Das Problem ist, dass dem Entwickler der Tempelhof Projekt GmbH eine Summe X, bisschen über 60 Millionen zur Verfügung gestellt werden, um das gesamte Feld und nicht nur den Park, sondern auch das Flughafengebäude und die Baufelder so zu entwickeln, dass Einnahmen generiert werden, dass am Schluss eine Null unterm Strich rauskommt. Jetzt haben wir aber ein Flughafengebäude, was so defizitär ist, so viel Miese erwirtschaftet, dass ganz klar ist, dass ich durch die Vermarktung der Bauflächen diese Miese wieder reinholen muss. Das heißt, ich muss diese Flächen so teuer verkaufen, um auf Null zu kommen, das ist eine politische Vorgabe, dass ich dort als Investor niemals einen hohen Anteil an bezahlbaren Wohnungen realisieren kann. Jetzt hat Herr Müller letzte Woche sehr schöne Versprechungen gemacht. Erstens haben wir noch keinen Wohnungsbaufonds, Sie werden das hoffentlich morgen einbringen, finde ich richtig. Zweitens sind 320 Millionen niemals genug. Drittens müssen diese städtischen Wohnungsbaugenossenschaften, das ist DGWO und andere an der Stelle, diese Flächen trotzdem kaufen, statt dass man... Zum Verkehrswert, seien Sie doch mal fair. Ja, und der Verkehrswert... Nicht zum überhöhten Spekulationspreis, sondern zum Verkehrswert. Aber es wurde auch in der Pressekonferenz geäußert, dass mit dem Verkaufserlös von den Grundstücksflächen dann das Flughafengebäude saniert werden soll. Unterm Strich bleibt, da wird den Menschen ganz viel Sand in die Augen geblasen und es ist überhaupt noch nicht klar, was sich dann zum Beispiel auf der Neuköllner Seite entwickelt, wenn wir dort die neue Upper East Side haben, werden all diese Käufer von diesen Luxuseigentumswohnungen klagen gegen alle anderen Nutzungen auf dem Tempelhofer Feld. Und das ein Problem. Ob es wirklich so viel Potenzial und Stress da drin steckt, wollen wir nach einer kurzen Pause reden. Bleiben Sie bei uns beim Stadtgespräch Politik. Bis gleich.